NSU-Prototyp von 1951. Die Besonderheit an diesem Motorrad ist die hydrostatische Ventilsteuerung. Basis ist die 251 OSL, jedoch hat der Motor als Besonderheit eine hydrostatische Ventilsteuerung. Hier wird per Öldruck wird das Einlass- und das Auslassventil geöffnet, jedoch konventionell über ganz normale Ventilfedern wieder geschlossen. Der VV-Ehrenpräsident Karl Reese hat diese Maschine 1984 restauriert und die Funktionsfähigkeit entsprechend nachgewiesen. Ja. Damals war sicherlich klar, dass dieses System im Bereich der Kosten auf jeden Fall erheblich schlechter Abschnitte hat als die konventionelle Stößelstangenlösung, ja, das ist ganz klar. Außerdem hat man herausgefunden, bei hoher Öltemperatur sowie längerer Stillstandzeit musste man das System umständlich mit einer Handölpumpe im Zünd-OT entlüften.